Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Ja, und damit dann noch einmal hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier im Studio zu den Hamburg-Tipps im Frühcafé. Letzte Woche hatte ich Besuch von Peter Sebastian, der hat uns was mitgebracht. Und zwar ist ja sein aus der Corona-Zeit entstandenes Hobby, solche Teelichter, beziehungsweise das ist ja nicht ein Teelicht, sondern ein ganz großer Kerzenständer im Prinzip schon zu basteln, hat er uns geschenkt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und ich finde, irgendwie hat er schon was von einem Adventsgesteck, auch wenn da jetzt kein Tannengrün drauf ist. Und bald ist ja auch der erste Advent, um genau zu sein, schon am kommenden Wochenende. Passend dazu unser Termintipp heute. Da ich einen Stapel an Zeitschriften durchgeblättert habe, ist mir natürlich die Essen und Trinken direkt in die Hände gefallen. Wir werfen mal einen Blick aufs Cover. Wie wäre es eigentlich als Termintipp mal mit Plätzchen backen? Mit der ganzen Familie, mit Freunden, wie auch immer, das kommende Wochenende bietet sich doch ideal an. Und auch wenn heute erst Montag ist, kann man schon einmal in Richtung Wochenende schielen, finde ich. Jetzt sind da die verschiedensten Rezepte drin, mehr oder weniger aufwendig, bis natürlich auch echte Klassikerrezepte, zum Beispiel Schoko-Vanillekipferl. Vanillekipferl natürlich ein echter Klassiker. Dominosteine und natürlich auch die hier, die guten alten Lebkuchenmännchen, dürfen natürlich nicht fehlen. Mit Honig, Kakao, Zimt und feiner Salmiaknote, das Rezept auf Seite 52, das habe ich mir einmal markiert und einmal durchgeblättert. Hier steht also, was man braucht. Für circa 50 Stück sind die Zutaten relativ überschaubar, würde ich sagen. Warum nicht? Plätzchen backen zum Beispiel als Termintipp. Man muss damit ja nicht bis zum nächsten Wochenende, bis zum ersten Advent warten. Das könnte ja auch schon heute passieren. Oder Sie backen heute oder morgen schon mal vor für das kommende Wochenende. Lebkuchen, Männchen, Orangenballen, Dominosteine, alles, was das Herz begehrt. Von relativ einfach, simpel bis dann doch relativ ausgefallen. Dieses Rezept zum Beispiel nachzulesen in der Essen und Trinken, aber natürlich gibt es auch zahlreiche Rezepte im Internet. Vielleicht kramen Sie auch noch mal das Familienkochbuch heraus. Vielleicht haben Sie ja so etwas noch, ein handgeschriebenes mit den verschiedensten Rezepten. Unser Termintipp für heute und für die kommenden Tage ist Plätzchen backen. Kekse backen, warum nicht? Und weitere Termintipps, die gibt es natürlich auch immer im Internet bei den Kollegen von hamburg.de. hamburg.de/heute, einfach einmal draufklicken auf den Link, den Reiter auswählen mit den Termintipps. Und dann gibt es eine Übersicht für die ganzen Wochentage mit Termintipps. Durch die Bank weg interessant und aus den verschiedensten Themengebieten und Bereichen.